Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu die drei Fragezeichen und der Riesenkrake. Ich will gerade erstmal gucken, was mussten wir machen. Genau, schlauchen, ja. Lesen klappt heute nicht, reden klappt euch nicht, heute nicht, stellt euch schon mal drauf ein. Paddeln dauert zu lange, wenn es losgeht, müssen wir schnell auf die Insel. Also sie wollen nicht paddeln, das Schlauchboot haben wir ja eingepackt, genau. Zwille und Murmeln, eben noch war die Schleuder in Liebesbeweis, schon ist ja eine Waffe, wenn schon das Tier zum Einsatz kommt. Ja, damit werden wir wahrscheinlich den Ballon kaputt schießen und die Tasche runterlassen. Not macht erfinderisch gelegene Diebe, wenn wir nicht zur Tasche hochkommen, muss sie zu uns runterkommen. Wir haben ein schlechtes Gewissen wegen der Handtasche. Ablenkungsmanöver verzichten können, sollten wir sie zurückbringen. Über Funk, okay. Nora Benchman. Die hat ja hier auch noch was liegen. Sie hat doch vorhin, vorhin. Irgendwann in den, jetzt, ne? Ah! Aha. Seht ihr mal. Wenn Clark den Kraken sichtet, bekommen wir das mit. Okay, heißt das, wir haben jetzt alles von ihr. Könnten wir sie dann irgendwie ihre Tasche ihr wiedergeben? Ja, jetzt kriegen wir auch die Tasche runter. Alles klar. So, Tasche liegt hier. Die Handtasche ist okay. Nur sind ein paar Dinge herausgefallen. Ja, das macht ja nichts. Das ist interessant. Kann ich das nicht nehmen? Okay. Ein paar Dinge sind heraus. Ein Erfrischungstuch. Oh. Erfrischungstuch. Ja, warte mal. Ach. Ah, ich soll ihr das wieder einpacken. Lippenstift. Okay. Aber das würde ich gern sehen hier. Not aus, steht doch da irgendwie drauf. Da ist ein roter Knopf an dem Kraken. Eine Skizze vom Kraken mit einem Notschalter. Mensch, ist so gut wie notiert. Alles klärchen. So, was haben wir denn? Auf der Skizze ist ein Wunderpunkt markiert. Der Notausknopf verbirgt sich hinter einer Abdeckung. Die Handtasche ist unversehrt. Wir sammeln ein, was herausgefallen ist. Okay, packen wir es ein. Jetzt geben wir es ihr wieder, oder was? Zeugen haben gesehen, wie ihr mir einen Streich gespielt habt. Ihr schafft mir meine Handtasche augenblicklich zurück. Sonst rufe ich Inspektor Cotta. Sie hat recht. Wir müssen ihr die Handtasche zurückbringen. Ja, das könnten wir jetzt machen, ne? Bitte schön, junge Frau. Sieh mal einer an. Ich wollte schon die Polizei einschalten. Hoffen wir, dass sich so etwas nicht wiederholt. Nein, nein. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, nämlich die Erfrischungsbücher. So, da hätte ich doch eine kleine Idee mit den Erfrischungstüchern. Die Linse ist total verschmiert. Ja, ich weiß. Können wir die hier benutzen? Können wir nicht. Ja gut, das Fernrohr steht auch noch nicht richtig gerade, ne? Warte mal, kann ich mit dem Ballon... Sachte, Kollegen. Ah, okay. Reicht aber noch nicht. Das reicht ganz offensichtlich nicht. Wir brauchen also noch Ballons. Kann ich denn... Oh, ist ja gut. Nicht, dass ich mitzähle, Jungs. Ja, dann zähl doch auch nicht mit, du Blödmann. Oh, ich kann echt nur immer einen nehmen. Na gut. Aber so kriegen wir das Fernrohr nach oben. Oh ja, müssen wir alles einzeln gehen. Mann. Freunde der Nacht. So, kriegst du einen Herzballon? Sachte, Kollegen. Ja, mach dran. Und dann hole ich da doch noch einen grünen. Dann hätten wir alle Farben an dem Fernrohr dran. Ja, mehr Farben haben wir nicht. Müssen wir mal gucken, wie viele wir jetzt brauchen. Aber ich könnte mir vorstellen, 3 reicht, ne? Werden wir jetzt sehen, ob 3 wirklich genügen, aber es sieht eigentlich so aus. Sachte, Kollegen. Ich verstehe das nicht. Warum mussten wir jetzt die Ballons da dranhängen? Ich meine, wir hätten es doch einfach runterdrücken können. Oh, die Linse ist total verschmiert. Weiß, aber man sieht doch schon mal ein bisschen mehr jetzt. Ne? Können wir jetzt hier mit dem... Nee.
Nee, von hier nicht. Eventuell von hier? Ah, okay. Die Linse des Fernrohrs ist jetzt spiegelblank. Sehr schön. Lass mich doch ziemlich mal unscharf gucken. Ziemlich unscharf, sagt er. Jetzt ist scharf. Oder nicht? Ach, das ist der Leuchtturm. Kann ich denn hier irgendwas tun? Scharf ist es doch jetzt. Ah. Anna Pamu. Na also. Aber vom Kraken ist weit und breit nichts zu sehen. Okay. Vom Kraken ist weit und breit nichts zu sehen. Wir müssen aber sowieso doch eigentlich das Boot noch flott machen. Aber paddeln wollen die Herren nicht. Dann müssen wir noch irgendwas anderes finden. Lass mal gucken. Ja, paddeln dauert zu lange. Das Fernrohr muss geputzt, angehoben, scharf gestellt. Gut, dass noch Ballons übrig sind. Ja, okay. War nicht vermeiden. Okay. Aber wo sollen wir denn noch? Irgendwas fürs Boot brauchen wir noch. Was ist denn hier mit dem Helium? Die Flasche ist leer. Dann können wir sie genauso gut wegräumen. Okay. Ja. Jetzt hat er sie nur runtergestellt. Was ist hier mit der... Ach, guck mal. Ein Außenbordmotor. Was für ein Zufall. Das ist doch mal eine willkommene Leihgabe. Ja, okay. Ist klar. Kotta, was ist mit Miss dir? Benson, bitte kommen. Oh. Das ist Clark. Hören wir mit. Reden Sie, Clark. Ober. Ich glaube, ich sehe ihn. Den Riesenkraken. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Sehen Sie doch einmal genau hin. Ein Fehlstart wird schnell zum Rohrkrepierer. Ober. Gut, dann melde ich mich noch einmal, wenn ich mir absolut sicher bin. Over and out. Was zum Geier? Jungs, ihr überzeugt euch besser selbst davon, ob es etwas zu sehen gibt. Ich halte hier die Stellung. Ah, okay. Aber wie kann man sich denn nicht sicher sein, dass es der Riesenkrake ist? Also ich meine, das ist ein Riesenviech, ey. Da, die Lichter. Der Riesenkrake. Er steigt auf die Insel. Professor Clark, sehen Sie nur! Die Tentakel. Da stimmt was nicht. Himmel. Das sieht gefährlich aus. Das gibt ein Desaster. Der mäht uns noch alle nieder. Justus, Peter, Bob. Wir müssen den Kraken aufhalten. Also ich fand, das sah sehr cool aus. Meine Damen und Herren, es folgt der versprochene Höhepunkt. Wir präsentieren in Kürze Jack Eugenius Fiedler und seine Riesenkrake. Nichts wie auf die Insel. Der Krake darf nicht aufs Fest gelangen. Okay, mache ich das? Ach, guck mal. Ich glotzen hier schon alle. Wo muss ich dann jetzt das Boot hinpacken, das ist die Frage. Wo muss das Boot hin? Ah, hier wieder. Okay, alles klar. Dann Boot ablassen und einsteigen, oder wie? Okay. Motor will nicht starten. Brauchen wir noch Benzin? Gebt gut auf euch acht, Jungs! Ja, na klar, Tante Mathilda. Kein Problem. Da lauert die Bestie. Legen wir los. Wir schalten den Kraken aus. Wortwörtlich. Schließlich kennen wir seine Schwachstelle. Ich habe mir notiert, wo der Notausknopf sitzt. Am besten, wir schauen uns meine Skizze vorher nochmal an. Ja. Ja, unter dem Ding. Auf der Skizze. Ja, aber es ist unter ihm. Das werde ich brauchen. Und jetzt muss ich darauf schießen, nehme ich an. Aber müsste er nicht erstmal hochkommen? Oder bleibt er jetzt hier so? So komme ich ja nicht an den ran. Hä?
Ein großes Hä? Ah, okay, ich muss darauf angehen. Attacke! Okay. Wie mache ich das denn? Ach so. Ach du Schande. Minispiel. Ach, come on, echt jetzt? Ja, aber da war da der Notaus. Hallo? Okay. Bravo! Oh, getroffen. Nicht getroffen. Schlecht. Nein, das wäre völlig daneben. Oh mein Gott. Nee, das, ich darf nicht so viel Schwung. Ja, ja. Okay. Alter, wie soll ich denn das machen? Also zu viel darf ich nicht Schwung holen. Ich habe doch eben schon getroffen. Boah, ist das gemein. Wenig. Okay. Ja, nee. Das war zu dunkel. Das war zu wenig. Wohin muss ich hier vielleicht ziehen? Nee. Muss erst mal rausfinden, wie ich, wie weit ich runterziehen muss. Ne? Boah, Leute. Zum Abschluss noch so ein bösartiges Minispiel. Ja, wenn es dunkel wird, treffe ich gar nicht. Das ist mir nicht klar. Bravo! Ja, habe ich einmal getroffen. Ja, nee. Wie oft muss ich treffen? Das ist die nächste Frage. Ja, so wird das nichts. Come on, echt jetzt? Bravo! Da war doch schon so gut wie getroffen eben. Okay, ganz ruhig. Ja, das wird zu schnell dunkel. Und da muss ich natürlich den richtigen Abschuss hier, die richtige Kraft finden. Ja, was soll ich da machen? Ja, glaub ich gar nicht. Okay, komm, hier, schieß weg. Oh, Schiedkram, ey. Ey, das war doch fast schon getroffen. Oh, Alter, nee. Das wird so nix. Bravo! Ja, das war nix. Okay, da war ich jetzt. Vielleicht muss ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, es wird zu schnell dunkel. Jetzt hör doch auf mit dem Schmarren. Ja. Das wird nix. Jetzt habe ich eh wieder nur eine Kugel. Ja. Ja, und dann ist es dunkel, bevor ich anvisiert habe. Oh, nee, ey. Ja, die kann ich. Bravo! Jetzt... Oh, war ja. Einmal noch getroffen, ja. Okay. So, also einmal treffe ich mit Ach und Krach. Und dann nicht mehr. Weiß gar nicht, was. Ja, völlig daneben. Ach, ich
treffe auch nicht. Ich habe ein Problem hier gerade. Das war so gut wie getroffen, aber ich glaube, da war es dann schon zu dunkel, ne? Rennt um euer Leben! Was? Okay. Also ein bisschen Zeit habe ich, bevor der Krake... Ach komm, das war doch getroffen. Ja, und ich bin zu spät. Ich will das richtig anvisieren, aber es wird ja dann gleich schon wieder dunkel. So, und jetzt muss ich anders anvisieren. Ja. Und die Kraft, die ich dahinter habe, reicht auch nicht. Ey, eben hattest du mir aber mehr Zeit gelassen. Das gibt's doch nicht. Da habe ich irgendwas getroffen jetzt. Ja, aber nicht den Schalter. Bravo! Da, nochmal! Dann haben wir ihn. Oh. Och, come on! Alter, das war doch schon so gut wie... Ich hatte schon zweimal jetzt. Alter, das ist unfair. Also ich muss dreimal treffen. Ja, so treffe ich natürlich jetzt wieder gar nicht. Oh, dann soll der Krake halt alle auffressen. Mir da egal. Bravo! Ja, hilft mir aber nicht. Kugeln sind alle. Kann ich nicht mehr Kugeln haben? Bravo! Ja. Wird wieder nix. Nochmal! Ja, ja, aber ich habe keine Kugeln mehr. Okay, ihr Lieben, holt euch mal einen Snack. Oder keine Ahnung was. Das war zu fest. Das war zu dunkel. Zu hoch. Ja, nee. Schieß irgendwo hin, ist egal. Och Mann! Fest. Ich schaff das nicht. Gibt's da nicht. Sind das für. Bravo! Ja, ja. Die Kugeln reichen nicht jetzt. Ne? Da! Nochmal! Ja. Ja, und dann ist es zu dunkel. Hoch. Völlig daneben. Ja, den können wir wegschießen. Wow. Bravo! Okay, zweimal geschafft. Ja, was soll ich machen? Dann wird es so schnell dunkel. Das war jetzt wieder zu hoch. Tief. Bravo! Ja, einmal treffe ich. Eventuell noch ein zweites Mal. Ja, da war schon wieder zu dunkel. Oh, warum macht es das Spiel einem denn so scheiße schwer hier? Ja, bis ich soweit bin, ist das Bild wieder weg. Ja, schieß weg. Schieß einfach weg. Okay.
mal ein bisschen anders setzen. Vielleicht geht's dann besser. Alles klar. Nö. Bravo! Da, nochmal! Dann haben wir ihn. Der war jetzt völlig daneben, okay. Bravo! Oh Mann, ja, ich bin auch nervös natürlich. Das kommt ja auch noch dazu. Nochmal! Dann haben wir ihn. Klar bin ich auch nervös. Ich habe schon ganz feuchte Hände hier. Ja. Bravo! Oh. Okay. Nein! Nochmal, dann haben wir ihn. So. Tja. Jetzt treffe ich gar nicht mehr. Warum? Ja, das kann ich jetzt. Komm. Schieß weg. Bravo. Na ja, klar, beim letzten Mal, ey. Das gibt es doch. Bravo. Das gibt es doch nicht. Nochmal. Ja, ja. Zweimal, okay. Zweimal schaffe ich. Dritte Mal nicht mehr. Das war wieder viel zu hoch. Ja, scheiße, ey. Der hätte getroffen. Oh, ich will nicht mehr. Ich kann das nicht. Wer hat sich denn das ausgedacht hier, liebe Leute? Ja. Nein! War. Ja, da bin ich jetzt hektisch. Bravo! Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass mir das Spaß macht. Ich find's witzig, das Game an sich, aber... Bravo! Ja, ach Mann. Da, nochmal! Dann haben wir ihn. Oh! Bravo, oh mein Gott. Peter! Lassen Sie gut sein, Fiddler. Mein. Sehen Sie es ein. Der Krake ist erledigt. Gott. Nachdem die drei Detektive Fiddler ausgeliefert haben, sind alle neugierig, was sich auf der Insel abgespielt hat. Bald ist klar. Justus, Peter und Bob sind die Helden des Abends. Krake, 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 Krake. Wie auch immer, Mr. Fiddler hatte seinen großen Auftritt. Es war nur deshalb keine Katastrophe, weil Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews eingegriffen haben. Bravo, Jungs! Ich will in Rocky Beach sobald nichts mehr von Kraken hören. Krake, 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 Krake. Manche sind halt unbelehrbar. Gehen wir was essen? Solange es keine Meeresfrüchte sind. Justus verschlang an diesem Abend drei Hamburger. Mit einer extra Portion Pommes und trank zwei große Becher Cola.
Peter stärkte sich mit einem kleinen Happen, um dann mit Kelly den Jahrestag zu feiern. Bedingung? Kein Wort über Kraken, Autos oder Detektive. Bob entschied sich wie Justus für einen Nachtisch und schickte Madeline Stark eine SMS. Cynthia Knight ließ keinen Bericht über Fiddler aus und fragt sich seitdem, welches Steampunk-Outfit ihr stehen würde. Tante Mathilda und Onkel Titus ließen den Abend mit einem Gruselfilm ausklingen. Gerüchten zufolge sind sie vor dem Angriff der Killermumie eingeschlafen. Der Waschbär hat von Menschenpärchen die Nase voll und macht um den Schrottplatz seither einen großen Bogen. Nora Benchman verlässt sich weiterhin auf ihre Anwälte. Fiddler allerdings kann sie nur im Gefängnis besuchen. Hollywood lässt Fiddler ausrichten, man könne sich einen Film über seinen Riesenkraken vorstellen. Professor Clark, in der Fachwelt zum Gespött geworden, hat Rocky Beach den Rücken gekehrt. Zumindest bis über die Angelegenheit Seegras gewachsen sei. Inspektor Cotta gab eine Pressekonferenz zu den Vorfällen auf Anapamu. Bei der Frage, ob der Krake als Attraktion bleiben könne, verschlug es ihm die Sprache. Peter fand seinen MG morgens vom Haus der Shaws wieder. Rosa lackiert. Kelly war begeistert, Peter weniger. Onkel Titus versprach, den Originalfarbton zu besorgen. Wenigstens die Handys hatte Skinny verschont. Falls jemand den Streuner gesehen hat, der es eine Weile mit Skinny Norris aushielt, Peter würde gerne wissen, bei wem er ein Zuhause gefunden hat. Die drei Fragezeichen übernehmen jeden Fall. Dürfen wir dir unsere Karte überreichen? Oh mein Gott, ihr Lieben. Alter, was für ein fieses kleines Minispiel noch am Ende. Aber hey, ich meine, ich habe einen Schweißfilm auf den Händen. Ihr habt keine Vorstellung gerade, ne? Aber okay, hab's ja hingekriegt. Wunderbar. Ich bin ganz stolz auf mich. Ich hoffe, ihr seid auch stolz auf mich. Ja, und das war die drei Fragezeichen und der Riesenkrake. Dass das jetzt hier kein super sinnvolles Point-and-Click-Adventure wird, ich denke, das war uns bewusst. Mir war das irgendwie schon bewusst, das ist hier wirklich nur was für die harten Fans und hat mir aber trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es an vielen Stellen eher, ja, ich will nicht sagen, leicht lächerlich war oder so, aber schon ein bisschen, ne? Aber naja, sind wir mal nicht so kleinlich. Es sind immerhin die drei Fragezeichen mit den Originalstimmen. Und insofern fand ich es schon cool. Ich fand es auf jeden Fall so cool, dass ich mir jetzt auch noch einen zweiten Teil gekauft habe auf Steam, der da auch ein bisschen billiger war. Da habe ich dann auch nochmal zugeschlagen. Ich glaube, die drei Fragezeichen und die Geisterwelt oder irgend sowas. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Den habe ich mir noch gekauft. Vielleicht spielen wir den bei Zeiten auch nochmal. Ja, das letzte Minispiel, das war fies, fand ich. Und natürlich auch das mit den Möwen. Das war auch richtig gemein. Aber ansonsten fand ich es vom Rätseln her eigentlich echt cool. Hat mir Spaß gemacht, ne? Das mit diesem Chemie-Kram fand ich irgendwie auch witzig. Da musste man schon richtig irgendwie tüfteln und so. Also die Rätsel waren im Großen und Ganzen waren die jetzt echt gut, ne? Auch das letzte Minispiel hier, ich fand das Minispiel auch gut, aber das ist schon fies. Also gerade so im Let's Play möchtest du ja doch relativ zügig vorankommen. Und wenn du dann das Gefühl hast, das ist vielleicht jetzt eine Aufgabe, so wie bei den Möwen, dass du die nicht schaffst, ne? Hier innerhalb von, ich sag mal, einer halben Stunde, dann bringt dich das echt schon ins Schwitzen. Also das muss man schon sagen, denn ich spiele ja jetzt hier nicht für mich alleine, da wäre es ja egal. Ich spiele ja hier mit euch. Und da möchte man natürlich irgendwann schon einen Fortschritt sehen. Und wenn du dann denkst, ich kann das nicht, scheiße. Und du hast aber auch keine Möglichkeit, das Minispiel zu überspringen. Dann hast du echt schon so Gedanken wie, oh Gott, muss ich das jetzt hier abbrechen deswegen, weil ich so blöde bin dafür. Also das stresst einen dann schon ganz schön, ne? Also mir hat das Spiel auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelacht, aber
bin ja auch ein Fan davon mal ab. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, hat es euch auch gefallen. Ihr habt ein bisschen Spaß mit mir gehabt unter den drei Fragezeichen. Und dann hoffe ich natürlich, lasst ihr mir ordentlich Daumen nach oben da. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielleicht wieder bei den drei Fragezeichen oder in einem anderen Projekt. Das werden wir dann sehen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und wie immer, bis dahin, eure Trin.